Guten Morgen Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute drehe ich die Morgenroutine. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wenn mein Wecker anfängt zu klingeln, drücke ich meistens auf Schlummern. Wer macht es nicht? Dann schlafe ich noch einige Minuten und dann stehe ich dann endlich mal auf. Als erstes gehe ich einfach an mein Handy und gehe durch alle Social Media Plattformen. Schaue zum Beispiel die Stories an und dann stehe ich auch schon auf. Jetzt in der kalten Jahreszeit ziehe ich mir kleine Hausschuhchen an und ziehe mir natürlich dann noch die Brille an und endlich sehe ich dann wieder etwas. Und ich trinke am Morgen auch Wasser, damit man einfach etwas wacher ist und besser in den Tag starten kann. Danach, wenn ich mal richtig aufstehe, gehe ich natürlich als erstes ins Badezimmer, mache meine Geschäfte dort und putze die Zähne und wasche mein Gesicht einfach nur mit Wasser, weil ich bin morgens einfach zu faul, um irgendwelche Produkte zu benutzen. Also deshalb morgens einfach nur mit Wasser Gesicht waschen. Danach gehe ich wieder zurück in mein Zimmer und mache dort mein Bett. Und mein Hund ist natürlich immer noch dort. Er liebt es, in meinem Bett zu liegen. Ich glaube, er liebt es mehr als ich. Auf jeden Fall mache ich dann mein Bett und räume einfach mein Zimmer ein bisschen auf, um etwas Ordnung zu haben. Zum Beispiel einige Klamotten in den Schrank legen. Und wenn ich dann zufrieden bin, dann setze ich mich hin und gehe dann an mein Gesicht ran. Ich benutze einfach Micellenwasser als erstes, um die restlichen Drecke vom letzten Tag noch wegzunehmen. An diesem Tag habe ich noch meine Augenbrauen gezupft, mache ich natürlich nicht jeden Tag. Und Rosenwasser habe ich auch benutzt. It was so loud, but it don't hurt. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nach all diesen Produkten benutze ich dann noch ein Serum für die Feuchtigkeit. Bürste jeden Tag meinen Hund, weil er sehr viele Haare verliert, wie man an diesem Sofa sehen kann. Deshalb bürste ich ihn jeden Tag, damit er nicht so viele Haare verliert und einfach gepflegter ist, sein Fell schön weich und glänzend ist, und beschäftige ihn noch mit Spielen. Danach mache ich mir Morgenessen. An diesem Tag habe ich Brownies gebacken und habe dann auch einige gegessen. Ich habe das jetzt nicht aufgenommen und eine gepresste Orange getrunken. Und wenn ich dann eigentlich esse, bin ich meistens noch am Handy und mache einfach die Dinge, die ich noch nicht gesehen habe, gehe an meinen Laptop und mache einfach meine Dinge, zum Beispiel Videos schneiden. Ich schaue, was auf YouTube so los ist, und auf TikTok. Schaut mal vorbei, wenn ihr Lust habt, und folgt mir. Danach schaue ich einfach noch Stories, die ich noch nicht gesehen habe.
und kümmere mich noch um andere Accounts, die ich auf Instagram habe, zum Beispiel von meinem Hund oder von mir. Und dann ist der Morgen auch schon vorbei. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis bald. Tschüss.